Moin und willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge von 1:1 auf dem Teamodia.de Server. Mit dabei ist heute Dani. Hallo. Und zwar nicht wundern, er sitzt gerade im Real Life neben mir. Yay. Auf jeden Fall wurde es sich in den Kommentaren gewünscht, dass doch mal wieder bitte 1:1 kommen sollte. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich erst einmal eine 1:1 Till I Die Challenge. Das kam ja schon mal auf diesem Kanal. Das heißt, ich mache so lange Kämpfe, bis ich einmal gestorben bin. Dann ist die Challenge beendet. Und da habe ich mir gedacht, so ein bisschen als Spoilerschutz und dass Dani hier nicht komplett unnötig neben mir sitzt, machen wir danach noch eine kleine Challenge. Und zwar bedient der eine die Tastatur und andere die Maus. Es kann auf jeden Fall recht lustig werden. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. So, da geht's ab in den ersten Fight. Und zwar gegen JustLarry398. Ja. Glaube ich. Kann das sein? Ich denke gut, dass das sein kann. Oh. Nein, Mate. Nice gemacht. Und sogar noch ins Feuer rein. Nichts Bauch, aber egal. Er hat noch falsch. Hä? Falsch. Hä? Was macht denn der Junge? Ach. Weil der Left, ne? Interessiert mich nicht. Als ob es solche komischen Kids gibt. Ja, ja. Aber, Mate, ich habe keine Lust, in 1:1 MLG zu machen. Da kannst du in Skywars gehen. Och, nee. Man hat halt auch nichts, um ihn runterzuschlagen. Mate, was machst du? Man kann halt auch nichts anderes machen, als sich mit hochzubauen. Irgendwann wird mir das so safe, die Blöcke ausgehen. So, jetzt haben wir ihn aber unten. Und er hat es MLG geschafft. Und steht nochmal in einem Creeper drinne. Komm auf jetzt. So, gut, und den kriegen wir dann wahrscheinlich. Was? Sicher? Ja, ja. Sehr safe. Das war jetzt, glaube ich, gerade der zweite, oder? Ja. Ja. Dann müsste das hier der dritte sein. Ich hoffe mal, ich verzähle mich nicht. Ich werde hier noch wieder meinen Counter einblenden. Als ob, Mate. Ah, boah, dadurch, dass ich jetzt das Mikrofon anders platziert habe, komme ich ein bisschen schlechter und ungewohnter an meine Tastatur ran. Deswegen brauche ich mich mal zum Hotkey etwas. Alles klar. Treffe mich halt noch öfters. Der kann schießen. Der kann, ja. Der kann gut mit dem Bow umgehen. Okay, du bist auch ziemlich viel auf einer Stelle. Das wollte ich auch gerade machen. Hab's auch geschafft. Sehr gut. Jetzt das muss ich ausnutzen. Deiner. Nein. Gott, der kriegt mich noch ganz gut nachher. Wahrscheinlich halt ist er irgendwie so auf dem halben Herz dauerhaft unten. Halben Herz und kassiert dann 3-4. Gott, ich habe immer mal solche Frame-Einbrüche. Spam mich doch bitte nicht zu Tode. Oh. Ja, nice, dann haben wir ihn noch bekommen. Stressig. Ach Gott, es gibt so viele nervige Kids in 1:1, ist echt schlimm. Du kannst ja halt selbst das bauen, was du möchtest. Ja, super. Es gibt halt richtig viele Leute, die sich einfach nur straight nach oben bauen. Oder was so machen die Mates immer? Was denken sie sich dabei, wenn die sowas machen? Ja, wow, zünde dich selber an. Ich dachte schon wieder, dass er AFK sei. Und er hat's gut platziert, aber er laggt. Und nochmal mit dem Bogen getroffen. Er hat daneben geschossen, mehrfach. Okay. Er hat nicht mehr viele Pfeile, das war sein letzter, ja, das genau. War sein letzter. Oh, schade. Oh. Nein. Nein! Er hatte noch 3 Herzen, schade. Na gut, dann war es soweit von der 1:1 Till I Die Challenge. Und dann würde ich sagen, kommen wir dann gleich zur Challenge. So, jetzt wird alles noch schwieriger. Ich bitte betätige WASD und die Leertaste. Und ich die Maus und bewege dich. Ja, genau, meine Sprinttaste ist an der Maus. So, und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, damit einen Kampf zu machen. Boah, fühlt sich das komisch an. Ah, stimmt, du müsstest auch eigentlich hotkeyen. Naja, das mache ich dann mit der Maus. Nein! Gott! Komm, strafen, strafen! Ja. Wir müssen strafen! Tun wir mal ganz kurz. Geh mal ins Inventar.
So, das machen wir kurz. Okay, geh wieder raus. Und jetzt lauf nach vorne. Es ist aber schon irgendwie entspannt, nur so die Maus bedienen zu müssen. Ja. Pass auf, dass du nicht in sein Feuer reinrennst. Ich habe halt überhaupt nicht meine Hotkeys, das ist komplett ungewohnt. Hä? Woher kam das denn jetzt? Wirft er die Potions? Ah ne, die Hexe wirft die Potions, ah. Er hat noch ein Herz! Also ich würde mal sagen, unser Ziel, oh, gehen wir ganz schnell ins Inventar, wird auf jeden Fall sein, einen Kampf zu gewinnen. Oh Gott. Man muss halt auch den Gegner treffen. Oh, da haben wir ihn. Komm, komm, den werden wir haben. Komm, zack, zack. Nein, komm. Ja, nice. Okay, ja, hat sich jetzt auch nicht mehr wirklich am Ende gewehrt, aber ist das unsere Schuld? Nö. Okay, da es jetzt nur so ein halber Sieg war, würde ich sagen, noch eine Runde müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Okay, ich sollte nicht auf andere Items switchen. Spring mal bitte. Vielleicht auch. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Bisschen auf die Seite. Nicht weglaufen vom Gegner. Nein, ich habe ihn überhaupt nicht mehr getroffen. Ja. Normalerweise, wenn man halt beides auf einmal bedient, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung man schauen muss, in welche Richtung gestraft wird, aber so... Soll ich jetzt ansagen, in welche Richtung? Nein, nein, einfach ganz normal weitermachen. Und da haben wir ihnen schon ein paar Hits gegeben. Ist halt auch so, dass wir eher andere Spearsteeds haben. Zum Beispiel will ich jetzt hier die Lava blenden und dann läuft Dani rein. Und ich denke einfach nur so, wow. Okay. Oh, nice. Naja, auf jeden Fall, wenn euch die kleine Folge hier gefallen hat, dann dürft ihr es sehr, sehr gerne anhand einer Bewertung zeigen. Dani hat leider keinen Channel, den ich verlinken könnte, deswegen sagt einfach Hallo Dani in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Egal, dann zum Abschied nochmal ein Kampf. Natürlich solltet ihr das in die Kommentare schreiben. Ich dachte schon wieder, dass der AFK sei. Ja. Und dann sehen wir uns nach dem Fight in der nächsten Folge wieder. Bleib stehen. Ich will die Folge nicht in die Länge ziehen. Bitte, Mate. Bitte. Oh, die Lobby stoppt in 15 Minuten noch. Das dürfte uns nicht mehr stören. Und da werden wir ihn vielleicht kriegen. Und er wird zurückgeportet. Muss noch mal einen Goldapfel nehmen. Und es wird ein ganz knappes Ding. Aber wir schaffen es. Also dann. Tschüss. GG. Ciao.